Hallo Leute, der Sorio ist zurück mit der nächsten Folge Everspace 2. Ja, ich bin zurück auf dem Weg zu meiner Basis von der letzten Mission. Die haben wir ja zusammen gemacht. Auf dem Rückweg gab es noch einen ganz interessanten kleinen Hinweis, eine Anfrage an die AI, die ich gestellt habe und die mir gesagt habe, da gibt es irgendwie den Verdacht, dass Dex und Maddox zusammen gemeutert haben und jemanden umgebracht haben. Mal gucken. Also das nur so ein bisschen Story, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil das kam, während ich zurückgeflogen bin. Und da war ich nicht am Aufnehmen. Aber schauen wir mal. Das wird schon. Was war denn da eigentlich? Andesgach, ach, das ist dieses eine Ding, was wir noch haben. Diese eine Mission. Aber jetzt landen wir hier erstmal. Jump. So. Check this out. While going through some old junk, I found some protective plating for your ship. Might give you an edge in an upcoming fight. I put it in our storage. Thanks, but I already have my own plating. Dax? Who was Gabbert Voigt? I wondered how long it'd take for you to look me up. They say it was a mutiny, that you killed your superior officer. I didn't kill him, but I didn't stop it from happening either. That war, the things we all did, it wasn't right. My friends and I, we had a plan to get out and make it all mean something. But Voigt was hell-bent on stopping us. And there I was, thinking plans were for fools. Never said I wasn't one myself. Look, I know how hard it can be to trust someone. Maybe you'll find it easier if we focus on fixing up your friend and see where it goes from there. It's really all I'm asking. All right, let's start by having you head over to the Union Bridge Station and buy something called a Prime Sense STA. That's an old but untrackable scanner module. With it, we can finally see the entire system without the fleet seeing us back. And then? We use the scanner to look for a medical station. We loot the place, beef up our med bay, and let the medical AI patch up your friend. What if there are no medical stations around? Cito isn't that small. We're bound to come across something. I was hoping for something more solid. Well, all right. What's the name of that scanner? Prime Sense STA? Correct. Have some faith, and I promise it'll be worth your while. Okay, so, also. Robots, new mission. Schauen wir uns mal die... Oh. Level 3. Genau, das heißt, man kriegt immer ein bisschen dazu. Das ist ganz nett. Perks. Map Mission. Der Underchip. Das haben wir, da haben wir irgendwas einen Hinweis gefunden. Das ist aber, wobei, so weit weg ist es. Naja, ist doppelt so lang wie das andere. Können sie ja mal machen. Machen wir das mal als Zwischenversion. Set Waypoint. Und ich will aber vorher noch einmal in den Storage gehen und gucken, was ich hier habe, beziehungsweise auch nicht brauche. Erstmal natürlich noch schön, dass du dabei bist und zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe vor einer Weile Everspace 2 schon mal angefangen, ist immer noch Early Access. Ich weiß nicht genau, wann es rauskommt. Anfang 2023, also irgendwann jetzt, aber wann genau? Keine Ahnung. Genau. Wenn es dir gefällt, lass mir gerne ein Like da. Wenn du Fragen hast oder Tipps hast, schreib mir gerne auch einen Kommentar. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst oder mich unterstützen willst, dann abonnier doch den Kanal. Das hilft mir, dass dein Kanal wächst. Das wäre super. So, also wir haben hier verschiedene Sachen und wir können Sachen ausrüsten, wir können Sachen modifizieren, ausrüsten. Oder storen, also in Storage packen. Und ich werde auf jeden Fall den in Storage packen. Ich werde die Nanobots, die werde ich ausrüsten. Ich kann 4 ausrüsten, die eine lass mal drin. Ich habe hier ein Schild, was ein bisschen besser ist. Also man sieht da dieses halt, das grüne plus 8 und minus 0,1 Sekunden. Ist ein bisschen besser als dieses Schild. Das heißt... Das werden wir definitiv ausrüsten. Ich kann es aber auch modifizieren. Ja, ich könnte die Rarity increasen, da fehlt mir aber zu viel. Ich könnte das Level increasen, das fehlt mir auch. Ich könnte den Katalyst machen, kann ich nicht. So, also jetzt frage ich mich gerade, wie kann ich hier
sagen. Ich will das. So. Nee. Ja, genau. Jetzt haben wir das hier oben ausgerüstet. Das heißt, das ist jetzt das Level 2 Schild. Hat halt ein bisschen mehr. Ja. Und bei dem kann ich jetzt sagen, Y gedrückt halten, dann zerlege ich das und dann kriege ich ein paar Spare Parts und ein paar Blueprints. Und das kann ich eigentlich für alles machen, was hier Level 1 ist. Ja. Kann ich dismanteln. Ja. Das könnte man mitnehmen. Die Autocannon, sehr viel kinetisch, hat aber Reichweite nicht so gut. Das ist auch Level 1, das machen wir dann auch dismanteln. Das, die Sensoren Level 1, können wir auch dismanteln. Bei den Waffen bin ich mir tatsächlich, das Storn war mal, das können wir nicht dismanteln. Das Storn war auch mal. Und zwar alles, das können wir im Übrigen nicht, auch nicht dismantle, sondern würden wir dann zerstören. Genauso wie das hier, das wollen wir natürlich nicht. Ich denke, die beiden, die Autocannon Level 1 werde ich auf jeden Fall rausschmeißen. Und ich habe ja eine, verglichen mit der, hat die mehr Schaden da, aber weniger Reichweite. Hey. Hat der für einen Bonus? Wir rüsten die mal aus. Jetzt haben wir die hier und können die dismanteln. Also die Level 2 habe ich jetzt ausgerüstet und die können wir dismanteln. Man kann auch später noch andere Schiffe kaufen, sich andere Schiffe besorgen, die dann tatsächlich mehr Waffenslots haben oder bessere Sachen haben. Und die Kolgan hier, die ist schlechter als das, was wir haben. Das mänteln wir auch. So, das muss man regelmäßig machen. Vor allem, sonst hat man hier einfach ein Cargo und hat das Cargo voll und kann nichts mehr einsammeln. Und das wäre sehr ungünstig. Und guck mal, jetzt haben wir ein paar mehr Parts bekommen und haben angefangen, andere Sachen schon zu sammeln. Aber da fehlt uns noch sehr viel. So, jetzt machen wir diese Nebenmission. Launch. Und müssen nach da drüben, die Undiscovered Site. Jump Drive, so. Also immer erst, idealerweise immer erst den Wegpunkt setzen in der Karte, dann den Jump Drive anschmeißen und dann muss man jetzt noch einmal sagen, Travel to. Hier gibt es noch einige andere Sachen, die man machen kann. Aber wir machen jetzt erstmal die Undiscovered Side. Wie gesagt, nicht den Autopiloten ausschalten, sonst kommt man da nicht an, wo man hin will. Jetzt fliegt man einfach vorbei. Jeder? Okay, das ist das andere. Da gibt es doch bestimmt noch mehr Erb. Da ist schon, ich sehe irgendein Kraftfeld. Das kann man bestimmt deaktivieren und dann da irgendwas finden. So. Ah, falsch.
Bisschen Eisen ansammeln hier. Dann müssen wir uns gleich mal um die Gegner kümmern. Das sind alles noch Drohnen, das heißt, die sind noch nicht wirklich, die machen auch nicht wirklich Schaden oder sowas. Aber jetzt gucken wir uns hier mal den an, was wir hier finden, ob wir hier irgendwas finden. Scrap Metal. Sieht so aus wie da drin. Geht es hier irgendwo rein? Habe jetzt nichts gesehen. Komisch. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Okay, dann gucken wir uns hier mal in dem Frachter um. Hier geht es definitiv nicht rein. Hier wieder raus. Da vorne ist ein Container. Und hier ist irgendeine Art von Schild. Das, mal gucken, wie wir das ausschalten können. Da gibt es bestimmt irgendwas Nettes hinter. So. Okay. Okay, ich höre da irgendwas. Lustig. Irgendeine Art von Maschine scheint da aktiv zu sein. Hier irgendwelche Sachen wegräumen? Nee. Da ist ein Generator. Ups. Da ist ein Generator. Ist die Frage, warte mal, kann ich das abschießen? Erstmal auf alles schießen oder so ähnlich. Aha. Whatever they fed the generator, it's still pumping. Okay, das haben wir. Drüben, das können wir crappen. Und Generator. Ah, will der durchschießen. Jetzt. Und zwar das Kraftfeld deaktiviert. Power Dispenser, Power Core Dispenser. Wo brauche ich, wofür brauche ich den? Power Core Socket. Okay. Nehmen wir mal ein Power Core. Grab. Naja, die sind unstable. Den muss ich jetzt irgendwo hinkriegen. Nach da, aber wie komme ich da hin?
Wie komme ich da hin? Weil hier kam ich doch auch nicht durch, oder? Ah. Schwierig. Oh. Ist der Dispenser? Und da muss ich irgendwie hin. Komisch. Oh. Doink. Kann ich den hier irgendwie pushen? Ha! Man kann die nämlich quasi ein bisschen werfen, pushen, und dann hat es funktioniert. Das kann man mit allen Sachen machen. Jetzt gibt es hier einen Bulletproof Container. Open. Marksman Umbra. Hat keine große Reichweite, aber ist ein Blaster. Die können wir, glaube ich, und den bestehenden Puls, also ein Pulslaser, okay. Den hatten wir schon. Energy Core 03. Equip. Und den anderen sammeln wir ein. Okay. So, damit haben wir das Wrack komplettiert. Und dann schauen wir mal hier. Hier nehme ich ein paar Gegner. Hallo? Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Plating, ne? Hol. Okay, so. Das war's. Es waren noch ein paar Gegner aufgetaucht, aber nichts Kritisches. Könnten hier noch gucken, dass wir das ein Ohr, das ein Deposit noch mitnehmen. Und dann sind wir mit dieser Sache hier fertig. Und dann können wir, glaube ich, auf Rückweg noch die Sache machen. Die wir sowieso machen wollten. Also die Hauptstory weiter. Ich glaube, das liegt einigermaßen auf Rückweg. Okay, gut. So, das andere, jetzt gucken wir hier einmal rein. Können wir mal gucken, den... Nee, kann hier nichts mehr. Nanobots. Plating, doch, das Plating ist besser. Das können wir ausrüsten. Equip. So. Und das Dismantle machen wir später. Jetzt haben wir ja die andere Mission in Transit. Show on Map Set Waypoint. So. Und das müsste genau da sein. Das heißt, Jump Drive anschmeißen und dann fliegen wir dahin. Ist, glaube ich, einigermaßen auf dem Rückweg. Und das covert Zeit. Gibt es irgendwas anderes? Travel to. Immer mal eine kleine Detour. Und gucken mal, was wir hier haben. Unknown Signal. Meistens irgendwelche Wracks, wo man irgendwas findet. Manchmal auch noch eine Menge Gegner. Well, look at that. There's an enemy base here. Destroy communications. Destroy fuel tanks. Destroy energy coils. Destroy turrets. Also da ist richtig was los. Schauen wir mal.
Lustig, dass die überhaupt nicht auf mich zufliegen. Die scheinen da ihre Runden zu drehen, mich völlig zu ignorieren. So, okay. Da ist noch irgendwo was. Oh, das ist ein Sniper. Das ist ganz gefährlich. Ja, wenn der das sich zusammenzieht, dann trifft er dich nämlich und der macht richtig heftig Schaden. So. Sniperwaffe hätte ich auch gerne noch, das weiß ich noch. So. Und da haben wir irgendeinen besseren Gegner, oder? Nee, das ist irgendein Turret. Wow. Oh. Aber hier diese weg. Uiuiui, die machen hier gerade richtig Schaden bei mir. Und so richtig. Oh. Okay, der ist weg. Wow. Fliegen nämlich jetzt deutlich besser als diese einfachen Drohnen. Das waren nämlich jetzt keine Drohnen mehr. So. Uiuiui. Das hat ganz schön Schaden gemacht. Das war nicht so gut. Da würde ich auch gern einmal... Wo ist denn das? Ich hab doch... Warte mal kurz... X und, nee, B und Nanobots, genau. Ein bisschen Hülle wiederherstellen. So. Den Radar-Disch müssen wir auch zerstören. Ja, schön. Gut gerumst. Die Teile auch, oder? Alles, was hier markiert ist, irgendwie zerstören. Und dann die Sachen einsammeln. Energy Coils, haben wir noch welche? Na, ah. Das ist mit der Maus etwas einfacher zu treffen. Weil ich kann die jetzt nicht highlighten.
So. Da haben wir noch einen. Das war dann der letzte. Dann könnte es sein, dass ein heftiger Gegner kommt. Oh. So. Genau. Wow. Okay. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Deutlich einfacher als gedacht. So, jetzt mal gucken, was wir hier alles einsammeln können. Cooling Unit. Und irgendwas. Scrap Metal. Plasma. Also alles, was jetzt hier so rumschwirrt, einsammeln. Scrap Metal. Scrap Metal. Und dann kann man auch in der Basis nochmal gucken, hier, ob man noch irgendwas findet. Also Container gibt es auf jeden Fall. Aber das hat ganz schön Schaden an meinem Schiff gemacht. Also das Plating hat ganz schön Schaden genommen. So. Dann gucken wir mal, wo der Container ist. Okay. Aus die Raketen auch mal nutzen, die man hat. So. Jetzt will ich aber gucken, wo der Container ist. Kommt immer mehr raus. Den Sensor einpacken. Und ein Plating. Ein Plating Level 4. Sehr schön. So, jetzt bin ich aber immer noch nicht näher am Container. Da ist er. Open Credits. Naja, gut, dann nehmen wir die Credits mit. Da sind noch ein paar Credits. Wir müssen weit weg. Wo sind die denn rausgekommen? Ist irgendwo noch rein? Credits mitgenommen. Hier sind die rausgekommen, oder? Aber rein komme ich da auch nicht. Okay. Gut, ich würde mal sagen, das war's hier. Könnte jetzt gucken, hier gab es noch mehr von diesen Teilen. Da drüben noch. Da noch irgendwas ist, könnte man noch hinfliegen. Ja, Coast Drive an. Guck mal kurz, halbe Stunde. Auf jeden Fall ein Container. Und möglicherweise auch noch mehr Kämpfe. Das weiß man vorher nie so genau. Scrap Metal. Corrosion Missiles. Nein. So. Open. Ach, das ist ein Container hier. Eine Thermogun und Sensor Level 3. Okay. Gut. Okay. So, dann war ja unser eigentliches Ziel irgendwo da. Das heißt, wir gehen wieder in den Jump Drive.
und travel to Jump. Das ist ganz in der Nähe. Aber waren ja fast da. Machen wir das noch. Und ich glaube, dann nehme ich euch mit zurück. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber das würde ich euch mit zurück zur Basis nehmen. So. Station Depot. Okay. Find the hidden stash. Nächstes Level, ach, das ist ein Turret. Möglicherweise nicht der einzige. Jetzt mal gucken, ob hier irgendwas noch rumfliegt, was ich aufsammeln kann. Das Ding da auf jeden Fall. Huch. Noch ein Turret. Da ist ein Container. Noch mehr Turrets. Mal gucken, ob es das schon ist, was ich suche. Open. Power Casing, Sticky Turret Get. Nein, das war's nicht. Okay, da müssen wir weitersuchen. Power Core. Aha. Und Power Core Socket. Debris. Okay, kann ich damit was machen? Da ist der Powercore Socket. Der Powercore ist hier. Crap. Mal umdrehen. Den Powercore in den Socket stecken und dann bin gespannt, was dann passiert. Ah, super. Okay. So. Energy Core. Machen, darauf schießen. Und dann... Ah! Ah, super. Und jetzt... Container. Sensor, Coil Gun. Find the hidden stash. Ah, Mission Complete, okay. War das jetzt dieses... War das jetzt das Ding?
Ja, das ist halt ein Punkt, das weist mich jetzt darauf hin, dass es auch tatsächlich wichtig ist, dass man die Sachen dann mal verbessert. So, in Dock at the Trading. Achso, nee, das war es noch gar nicht. Hey. Show on Map. Trading Dock at the Trading Outpost. So, hier ist ja kein Trading Outpost, das war ja irgendwas anderes. So, Iron Deposit können wir mitnehmen. So, ich könnte jetzt mal kurz gucken, was wir bekommen haben. Ein Sensor Level 3. Rutschten wir aus. Ein Energy Core Level 3. Was haben wir denn für ein Energy Core vorher drin? Wartet mal, das ist ein Level, auch Level 3. Weapon hat er weniger, dafür hat er Schild und Boost mehr. Ne, wir lassen mal bei Weapon. Sensor Level 3, da haben wir einen besseren. Energy Core 1 nicht. Rechargeable Booster. Der ist deutlich besser, rüsten wir aus. Der Plaster ist schlechter. Sensor Level 4 ist aber auch nicht besser. Das Plating ist besser. Die Thermogun. Lassen wir mal Pulslaser. Lassen wir mal. Nee, Plating Level 2 auch nicht. Nanobot Small. Okay, Quip. Immer noch hinzufügen. Gut. So, aber wo muss ich denn jetzt bitte hin? Die Trading Post, ist das da? Planetary Obstruction. Geil. Just Cause. Ich vermute, ich muss zu dem anderen gelben Dreieck, aber. Union Bridge, Travel to. So. Wir wollen ja nicht aus Versehen in einen Planeten crashen. So. Secure Container. Da ist der Trading Outpost. Okay. Da müssen wir hin. Ist irgendwo Gegner? Nö. Gucken wir mal. Doc. So, schauen wir mal, ob wir hier dieses Ding kaufen können. Is it 4,200? 4,000 and 200. Yes. Say, you don't happen to be a contractor, do you? No, I'm just into tech like that. That's all. That's too bad. I could have paid you 2.5K if you'd done a little job for me. All you would need to do is deliver a small package to a dear customer of mine. Really? That's it? Will you do it? Sure, why not? That doesn't sound very committed. I would be grateful if you'd let me take this job. Good. Okay. We'll find the package at the abandoned station nearby. I'll give you further instructions once you're there. The good, the bad and the decent. Okay. So. Primessence, warte, muss da rüber. Hallo? STA. Kaufen kann ich ihn? Bei. So. The closest is probably the one at Prescott Starbase in Union.
And here in Cedo? You're kidding, right? Out here, no one ever cared about infrastructure like that. Not even during the war. I understand. Hm. Thanks anyway. No problem. So, wir haben Schild. 3, Schild ST. Speedward-Schild. Okay. Only recharges while boosting. Okay, Marks mit Beamlaser. Gibt es jetzt noch einige Sachen, aber ich kann mal gucken, was für ein Schild habe ich denn gerade drin. Ich habe ein Level 2 Schild. Ja, ich glaube, das lassen wir mal so. Und das kann ich alles, also im Zweifelsfall können wir dann hier noch was dismanteln. Aber gut. Crafting Missions. Schon mal. Find a sealed container at the abandoned station. Okay. Launchen wir mal. Wir machen das mal noch. Dax? Come in, Dax. Any news? So I just bought the STA. And guess what? There are no medical stations out here. I told you we would come across something with enough time. I don't have time. Why am I getting the feeling you're just using me to beef up your crappy station on the cheap? Listen, I didn't have to take you in or stick your friend in my freezer. I'm trying to help you, but we gotta do it my way. With patience and under the radar. This is taking far too long. For people like us, it is what it is. There are no shortcuts in the DMZ. Uiuiui. You still there? Talk to me. Yeah, I'm here. Delivery convoy for G&B just jumped in. All automated, barely guarded, and completely packed. I'll be damned if they're not hauling a medical pod. Interessant. Okay. You know what I said about being boring? This is sticking your fingers in the faces of the very people we want to avoid. I'm sorry, Dax. My friend is in trouble, and this is my chance to help him. The convoy's AI-driven. There are just a few guards. I might even manage to steal the meds without any trouble at all. I don't like it. If this operation goes south, it's on you. And your head alone. Got it? Yeah, I get it. It's been like that all my life. Okay. Ein Konvoi. Und wir hoffen, dass sie irgendwelche medizinische Ausrüstung haben. Sniper-Drohnen sind echt Mist. Die muss man unbedingt möglichst schnell ausschalten. Boah, ich werde hier gerade auseinandergenommen. So. Wow. Oh, oh, ich bin so gut wie tot. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Boah, diese Sniper-Drohne, die hat mich so lange aufgehalten. Last Checkpoint. Mann, okay. Zum Glück. Was Skip machen. Quick Repair. Quick Restock. Hatte ich das gar nicht gemacht. Schlecht. So. Okay, dann haben wir das jetzt nochmal. Skip. Jump. So. Sorry, Dax. My friend is in trouble and this is my chance to help him.
The convoy's AI-driven. There are just a few guards. I might even manage to steal the meds without any trouble at all. I don't like it. If this operation goes south, it's on you. And your head alone. Got it? Yeah, I get it. So. I don't like that all my life. That station doesn't look abandoned to me. How many are there? Five. One of them's a pretty nasty viper. I knew it. Don't let them get away. Whoa. Richtung. Gut. Whoa. Was war das denn? Die sind so weit weg. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Die haben da noch irgendwas fallen gelassen, oder? Hier. Freelancer, nee, Freelancer ist egal. Die greifen wir lieber nicht an. Okay. Boah, das hat aber ganz schön Schaden genommen. Also diesmal habe ich es geschafft, aber es war nicht schön. War wirklich nicht schön. Eine Railgun, die hat richtig, das Railgun ist das, womit der gefeuert haben. Was ist das, was so einen großen Schaden, also so großen Schaden gar nicht, aber es hat eine unglaubliche Reichweite. Und Nanobots, okay. So, und so, jetzt müssen wir uns hier umgucken. Wo könnte hier... What ship types did the group fly? Apart from that elite Viper, there were two Madcaps, a Scout and a Sniper drone. Just as I thought. I hate those guys. They pestered me to sell them the wares, but I turned them down. They didn't... Napna have left their address by any chance? The Viper... Booster? It has his lair in Rhodia Orbit. I would be very grateful if you could... Get my package back. This will cost you. How about a raise up to 3.5k? Sounds fair. I'm on it. Okay, das heißt, wir sollen jetzt, wenn ich es richtig sehe, bei der Mission müssen wir irgendwo hin. Waypoint, okay. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist denn der Waypoint? Da. Nee. Ach, wir machen das einfach noch, aber vorher gucken wir einmal rein. Ich habe hier ein paar Sachen bekommen, die ich glaube ich ganz gut nutzen kann, oder? Nee. Booster haben wir Level 4. Haben wir schon. Die Railgun. Change. Railgun. Gucken, ob ich mit der Railgun noch klarkomme. So, dann sagen wir mal, use Jump Drive.
So viel auf einmal hier. So viel Aufgaben. Was heißt, so viel sind es ja nicht. Sind hier nur zwei. Und trotzdem denkt man so, oh, ich muss das machen und das machen und das machen und das machen. Die hätte ich erst nochmal an der Training Station halten sollen und nochmal reparieren sollen. Das wäre sehr sinnvoll gewesen, glaube ich. Sehr sinnvoll. Das war jetzt aber einfach. Schump. Hey, it's me. The package contains some Viridian paint by any chance? Yes, that's it. The recipient is already waiting for you at the outer rim. You know that Viridian products are illegal. I'm sorry, but I'm not paying you so well to ask questions. Point taken. Mehr Gegner? Okay, so, jetzt müssen wir dahin vermutlich und das abgeben. Das machen wir mal. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt richtig ist. Travel to. Dump, 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 dump. Gleich sind wir da. Deliver the package. To? Flying Duchess? Shipwreck? Woodlaw's Scroat? I'm supposed to meet. You have the package? Yeah, here. This paint job will finally make us stand out. They will see that we're not like everyone else. Am I the only one who prefers to not stand out around here? Time to head back to the trader. Okay. So, wo war denn jetzt die Flying Duchess? Ich habe ich doch gerade irgendwo gesehen. Das ist ein Shipwreck. Und ein paar Minen. Search. Wine Kit, Signal Decoder und ein bisschen Credits. Okay, aber habe ich hier nicht irgendwo die Flying Duchess gesehen? Flying Duchess, ja. Da wollen wir doch, können wir noch mal hinfliegen. Und dann kann ich nicht, nehme ich mal reparieren und... aufstocken.
So, schupp. Doc. Genau. Hello. We have met before, haven't we? Yes, we have. Quick Repair, Quick Restock. Wunderbar. So. Shop. Irgendwas, was wir verkaufen können wollen. Ich glaube, wir müssen einmal ganz viel dismanteln, wenn wir zurück sind und uns hier einmal durchwühlen. Destroy. Cargo Unit plus 4 habe ich schon. Dismantling Quality erhöht sich aber. Buy and equipped. Select, okay. Sensors. Energy Core. Chris Booster, Ranked. Nee. Danke, das brauchen wir alles nicht. So, okay. Dann haben wir das hier abgegeben. Muss ich jetzt noch zurück zum... Ja. Ich muss noch zurück. Ist das Waypoint? Nee, nicht Station Debris. Auch nicht. Wie kann ich denn da reinzoomen? Schon Map. Ah, so kann ich reinzoomen. Da, Set Waypoint. Genau. Gut, so, das ist, wo ist das? Da ist das. Also, Jump Drive anschmeißen. Und los geht's. Ja, also wir machen uns da mal auf den Weg und in der Hauptmission geht es dann in der nächsten Folge weiter, weil wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Das reicht dann logisch erstmal. Also die Ladebildschirme hier, wenn sie die noch wegkriegen bis zur finalen Mission, das wäre richtig cool. Muss da ganz schön nah ran. Hier sind deine Credits. Great. Oh, und one more thing. Thank you. You're welcome. When the two Viper pilots came by to order the paint, the first one just barged in, slammed his money on the counter and made his proposition. While the other one began by asking if it was okay for him to dock here. When I said yes, he thanked me. Can you believe that? That's amazing. Life out here is cruel and violent. Barely anyone treats their neighbor as their equal. So just hearing a friendly thank you every once in a while means something to me. Sometimes it's the small things that really make us stand out. Yeah, right. Well, thanks for the creds, I guess. You're very much welcome, my friend. Ha, gleich mal Freunde gemacht. Ja, also mal Danke sagen kann nie schaden, auch im echten Leben nicht. Und damit mache ich Schluss für heute und hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.